So, Hallihallöchen, herzlich bitte willkommen zu einem weiteren Part von Let's Flex. Ich habe es gerade im Borderscreen gesehen, mein Rahmen war Gold, das heißt, letzte Season war ich nicht irgendwas mit Platin, ich war Gold 1, stimmt. Also in dem Solo- und Duo-Queue war ich Platin 4 und im Flex-Queue war ich Gold 1. Wer es mitverfolgen möchte, oh guck mal, die haben da ein Ward platziert. Ich war zu langsam fürs Invaden. Wir spielen gegen Soraka, das macht mir ganz viel Spaß, deswegen habe ich Leona gepickt. Weil Soraka hat den Vorteil, wenn man sie schnell niederbürsten kann, ist sie ziemlich wertlos, weil sie kann sich nicht selbst healen, sie kann nur den ADC healen. Und ich denke, ja, Leona wird auch ganz gut mit Jinx klarkommen. Genau, also einmal Gegnerteam auf Toplane, Swain gegen scheiße Poppy. Elise gegen Wayne im Jungle. Achso. Ach, die haben Lucian als ADC. Gut, sehe ich jetzt auch. Also, die haben ein sehr AD-lastiges Team. LeBlanc, weil Soraka macht keinen Schaden. Das heißt, LeBlanc ist wirklich AP. Dann kaufe ich mir Ninja-Tabi, wenn ich dran denke. So, also viertes Spiel bisher. Ich glaube, es steht 2 Wins, 2 Losses. Wenn ich mich nicht täusche, tank ich oder tankt sie? Sie tankt. Okay, dann tankt sie halt. Jinx will da lang gehen, ich will aber da lang gehen. Ja, ich weiß, Jinx, du willst die Minions, aber ich muss meinen Ward platzieren. Weil wenn ich den zu früh platziere, dann geht das auch nicht. Nicht, dass er dann noch von den Gegnern zerstört wird, dann ist es am Anfang 75 Gold rausgehauen für nichts. Ah, ich kann auf Level 1 laden und nur nichts gegen Soraka machen. Da, ja, Level 1 ist bei Leona noch sehr passiv. Ich kann mich nur in den Busch stellen und hoffen, dass sie rein Ward, dass ich den Ward zerstören kann. Außer sie ist Starcallt rein. Sie wird rein Starcallen, oder? Sie macht gar nichts. Doch, sie macht einen Starcall. Hab's doch gesagt, sie ist nicht so blöd. Jetzt bin ich Level 2. Jetzt können wir theoretisch was anstellen. Die haben Wayne im Jungle. Immer nachschauen. Ah, ich glaube, die Gegner sind schon so klug, dass sie wissen, dass sie hier nicht reinwarfen, oder? Sind sie so klug? Die macht gleich nochmal einen Starcall. So. Ja, Starcall. Ja, wenn man dem Starcall ausweicht, dann hat man ganz gute Chancen gegen Soraka. Ah, schade. Knapp. Die hätten wir eigentlich zerbumsen können. Naja. Nehme ich mal den ersten Ah, scheiße. Also, solange Soraka ihren Starcall nicht rauskriegt, hat sie echt schlechte Chancen mit der Heilung. Dann ist echt gut. Ich sollte vielleicht aggressiver spielen. Ich bin eine Leona, verdammt. So, ja. So, ich nehme den. Leona, Soraka ist weg. So. Starcall? Ich? Ja. Nee, die stellt die sich provisorisch hin? Nee, Starcall. Ah. Oh ja, es ist eine sehr geile Kombo sogar. Es ist eine echt gute Kombo. Weil wenn sie gestunt ist, kann Jinx die eh machen. Haha. Hätte ich am Anfang sogar auch überdenken können. Jinx hat noch ihren Heal, ja. Ah, die hätte nicht zu tief reingehen sollen. Das hätte gereicht, dass wir wenigstens... Ah, Wayne ist da. Was? Ich habe nicht getroffen? Ach komm! Wieso habe ich den nicht getroffen? Scheiße. Ah, das war blöd. Das war... Krieg auch keine W mehr raus. Er hat jetzt Red Buff. Oh Mann, also ich hab. Während er. Warte, was war's? Er hat gedashed, oder? Ah, die Wayne kommt. Ja, so. War blöd, dass wir da geblieben sind. Und tschüss. War das blöd, war das dämlich, ey. Oh. Er hat jetzt 2 Kills. Und Wayne hat 1. Das hat am Anfang so schön ausgehen können. Wenn
So, wenn Dings. Ah. Wenn Jinx nur nicht zu lang, also wenn wir die Kämpfe mit Jinx kurz gehalten hätten. Und wenn ich die eh getroffen hätte, eigentlich hätte ich die treffen sollen, dann hätten wir eigentlich alle drei zerstören können. Oder zumindest den Lucian zuerst. Dann die Wayne wahrscheinlich und dann. Also zumindest einen hätten wir killen können. Ah, verdammt, das war jetzt einfach Flash verbraten für mich. Das war echt dämlich, war ja klar, dass die zurückkommt. Ich dachte, wir können das noch irgendwie. Ja, ich denke nicht mit. Ah, das ist blöd. Wir beide denken nicht. So, ich nehme den großen. Toll, jetzt hat er 2 Kills. Ah, Mann. Nicht gut. Gut, das Flex Q, das juckt einen eh nicht. Er hat immer noch Red Buff, der läuft gleich ab. Und er hat, ja, BF Sword. Aber Elise kommt. Oh, gut. Dann können wir vielleicht was reißen. Also hier ist dann der Ward drin. Ja. Ach, scheiße. Sehr schön. Okay, weg. Das war gut. Ja, also einmal auf Soraka gehen und sie kann sich echt nicht wehren. Das ist das Schöne an gegen Soraka spielen und das ist auch das Unschöne an mit Soraka spielen. Das Problem kenne ich nur zu gut. Oh, sehr schön. Swain hat den Jungler gekillt, während er gegankt hat. Gut, und vielleicht kriegt er Poppy noch. Warte, nee, ich nehme das Große. Schade. Och Mann. Die Traps haben zu lange gebraucht, um zu zünden. Leider. Ah, und sie ist wieder da. Schade. Ich hatte es gerade echt in Erwägung gezogen zu diven, aber es war klar, dass Soraka gleich kommt. Und jetzt. Silence! Wir pushen irgendwie zu weit raus. Elise ist wieder da. Will Elise wirklich was machen? Gut, das ist so krass, wie sie einfach komplett hochheilen kann. Okay, sie hat jetzt einen Ruby Crystal geholt. Sie geht auf Leben. So, steht's? Ja, okay, ich habe 100 Gold mehr als sie. Das ist gut. Jinx? Warte. Bleib, Jinx. Sie heilt so krass, Oh, sie hat Ignite. Scheiße, Ignite hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Oh, hau ab. Oh, LeBlanc ist... LeBlanc Klon. Nee, ja doch, Klon. Nee, die echte. Die echte ist da. Jinx hätte noch wohl. Nee, die kriegt die beiden damit nicht tot. Ich geh mal mit back. Gut, wäre ich noch ein bisschen drin geblieben, hätte sie wegulten können. Ich nehme auch ein Ruby Crystal. Nee, warte, ich nehme kein Ruby Crystal. Ich nehme beide. Gib Poppy Report. Nee. Ach schön, im Gegnerteam gibt es schon Unruhen. Oh, und LeBlanc steht 0-2. Sehr schön. Der gefeedete LeBlanc ist natürlich alles andere als schön. Oh Gott, das Karthus-Match mit dem 14. Was war das? 14-1 Karthus? Oh Gott, im Gegnerteam. Oh. Oh je, war das grausam. So, ich nehme mal ein paar. Ich hätte echt Ignite mitnehmen sollen, nicht Dödel. So, SS. Ich bin echt dämlich. Oh! Mann, war das blöd. Der ist so schön reingelaufen. Ich hasse mich manchmal echt selbst.
manchmal hasse ich mich echt wirklich selbst. Ult verbraten. Was hat Jinx denn jetzt für Items? Auch das BF-Sword. Ich kann den großen nehmen. Nee, kann ich nicht. Gar keinen. Ah, Wayne ist da. Piu. Bleib. Ich glaube, sie bleibt noch. Das war echt. Na doch. Ich hasse mein. Was? Warum hat er jetzt sie geultet? Okay. Solange er durchkommt. Oh fuck. Komm, hau weg! Jawohl! Und kriegst du noch? Jawohl! Good job! Good job! Good job! Ah, schön. Okay, wer lebt noch? LeBlanc. Ah ne, gegen die überlebe ich nicht. Ich geh mal vorsichtshalber weg. Ach cool. Wenn sie jetzt keinen Midlaner haben, brauche ich gar keinen Magic Resist. Ah, es ist praktisch. Gut, dann gehe ich gleich auf Randuins oben. Komm. Ja, also. Eigentlich läuft das Match echt gut, bis auf den einen blöden Tod am Anfang. Aber die E hätte ich treffen sollen. Also gut, ja, die nächsten E's habe ich verkackt. Ah, ist schon so ewig her, seitdem ich Leona gemaint habe. Ich kann auch eigentlich das Trinket bald wechseln. Das vergesse ich immer gern. Und tot. Okay, lass gut sein. Nein. Lass gut sein. Also echt. Das ist echt die Schwäche an Soraka. Und dass man natürlich auch dieses heilungsbeschränkende Item kaufen kann. Scheiße, wie heißt denn das? Wie heißt denn das Item? Ich will nicht diven, weil Soraka hat wieder Ult. Ah, okay. Wie heißt denn das Item? Wie heißt denn das verdammte Item? Executioner's Calling, oder? Ah, jetzt habe ich es doch. Ja, genau das. Oh, wir sind so böse. Oh, das ist echt nicht für die Gegner. Ich weiß gar nicht, warum Rage Quit, Mann. Vor allem wegen so einer blöden Sache. Oh Gott. Gegner sind doof. Ja. Teammates sind auch so. Yeah, noch ein Turret. Nochmal ein angenehmes Flex-Game. Oh, Midlane. Geht auf. Oh Mann, ah, das war schön. So, habe ich mir auch noch einen Kill gegönnt. Ah, kann erstmal recallen. Also irgendwie habe ich auch mit Leona ziemlich Mana-Probleme. Aber Leona ist echt guter. Also mit Jinx, ich habe die echt gut. So, ich... Ach komm, Leben und so. Machen wir's so. Schön. Zarte 2000 Leben. Oh ja. Ein schön kurzes Match. Die Trump Nvidia. Oh, ist das schöner Schaden. Aber wir haben gar keinen Drake. Jetzt verlieren wir. Hi, Elise. Brauchst deren Blue Buff. Ich sag's dir. Gegner tut mir voll leid.
Hier, nimm mal die Heilung. So, in Effekt. Aua. Der Turret? Ach komm, machen wir einen Turret. Ja, brauchen die mich? Ja, die brauchen mich wahrscheinlich. Die brauchen mich. Zwei sind weg. Ach, ach scheiße, der Ding ist... Warte, wir müssen kurz auf Minions warten. Ping. Jetzt können wir hier den Turret noch weghauen. Ach, zu einfach. Ah, verkackt. Egal. Das juckt ja eh nicht mehr. Oh. Ah ja, ihr macht das. Da. Oh, ich will auch. Okay, ja, also jetzt steht es, glaube ich, 3 Wins. 2 Losses. Ja. Nicht wahr? Ja, komm, kriegt mal Jinx den Honor. Ja, 3 Wins, 2 Losses. Bis zum nächsten Part. S- für so eine Scheiße, die ich abgezogen habe. Wow. Also, euer Hans-Peter. Ciao.